Der deutsche Autofahrer, der beste Autofahrer der Welt. Fahr, du Arschloch! Neueste Forschungen belegen, das deutsche Gehirn ist für niedrige Geschwindigkeiten leider gar nicht ausgelegt. Unter 50 km/h gerät der Fahrer schlagartig in eine Tiefschlafphase. Zwischen 50 und 80 kocht er sich Kaffee und telefoniert. Mach mir einen Kaffee. Ab Tempo 120 reinigt der Deutsche gern den Innenraum des Fahrzeugs. Erst oberhalb von 130 schaut er auch mal auf die Straße. Ach, guck mal. Fahr, du Arschloch! Sein Gehirn wird aktiv. Augen und Ohren arbeiten normal. Und jenseits von 200 Sachen werden endlich auch seine Geschlechtsorgane voll durchblutet und der Autofahrer kann sich fortpflanzen. Also könnte er, wenn er seine Frau nicht neulich überfahren hätte.